Ja, so als Early Adapter hat man manchmal mit einigen Sachen ein Problem, zum Beispiel hier bei diesem neuen iPad Pro. Wie soll man da eigentlich den Stift befestigen? Und da habe ich vor einiger Zeit das hier im Kickstarter gesehen, nämlich eine Befestigung. Die man da hinten so reinsteckt und dann den Stift da drin aufbewahrt und das Ganze auch geht auch senkrecht, okay. Und es soll trotzdem noch ladekompatibel sein, okay. Und man muss den Stift ja auch da unten aufladen. Das soll auch funktionieren und sogar die Kappe, die man sonst immer verliert, ist dann irgendwie aufgeräumt. Und auch verschiedene Farben. Ja, und dieses Teil ist heute gekommen. Hier seht ihr es. Quarter nennt sich das Ganze. Apple Pencil Dock in White von steelconnect.co. Die haben sogar noch was mitgeliefert, weil es ein bisschen länger gedauert hat. Noch so eine Spitzenschoner für den iPencil. Den Apple Pencil. Können wir auch nochmal ausprobieren. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob das Teil wirklich das kann. Wie es dort in dem Video stand. Mal aufkriegen hier. Etwas widerspenstig. Ist aber, wie man sieht, so eine typische Apple-Verpackungsdesign. Ups, da fällt mir was entgegen. Irgendein Sicherungsteil noch. Ja, die hatten ja auch hier in einem Beipackzettel noch was geschrieben. Das ist wohl dieses Teil. Okay, aber jetzt schauen wir erstmal, wie denn dieses. Teil funktioniert. Es ist auf jeden Fall nicht aus starrem Kunststoff, sondern flexibel. So, und jetzt muss ich hier noch irgendwie dieses Teil da montieren wohl. Na, hier. Dass das auch funktioniert. Okay. Das habe ich jetzt noch montiert. Das Ganze jetzt hier unten mal connecten in den Lightning Port, der damit natürlich dann nicht mehr benutzbar ist, wenn man das so hat. Und den Stift kann ich jetzt hier dann dort aufbewahren. So, das ist eigentlich so ganz straff. Kann man so sehen. Steht jetzt natürlich so ein bisschen über, wenn man das hier sich hier anguckt. Aber wäre so durchaus transportabel. Unten ist es eigentlich soweit bündig. Ich habe jetzt ja so eine Hülle drumherum, aber das würde eigentlich so funktionieren. Okay, der andere Anwendungsbereich war ja, ups, dass ich das da auch so reinstellen können soll. Kann ich jetzt auch, wenn ich hier gerade so am Zeichnen bin. Und dann kann ich den da mal kurz so ablegen. Okay. Könnte auch funktionieren. Das funktioniert. Jetzt war ja noch irgendwie die Geschichte, ich soll es auch während der Stift auflädt, soll ich es auch irgendwie nutzen können? Kriege ich das jetzt hier hin? Ups, ich muss das hier so durchstecken. Hier so dran stecken und lasse dann diesen Deckel hier irgendwie so. Okay, das kann man so sehen. Das sieht jetzt ein bisschen abenteuerlich aus hier, die Konstruktion.
Okay. Na, man sieht gerade, mein Apple Pencil ist gerade auch komplett leer. Jetzt wird er gerade geladen. Gut, andere Anwendung war ja noch, ich will das iPad eigentlich laden und muss dieses Teil aber dann auch noch dazwischen schalten. Das muss man sich angucken, da hat sich eine Öffnung. Das sollte dann auch irgendwie gehen. Das mal kurz zwischen. Können wir mal ein Kabel holen? Also ein Original Apple-Ladekabel jetzt hier mal genommen. Das soll ich jetzt hier auch irgendwie da durchstecken können. Und das Ganze jetzt da rein. Und ich kann. Jetzt kann ich den Stift hier nicht mehr durchstecken. Da ist jetzt blockiert, aber ich kann ihn so lange mal hier lagern. Okay, das geht, während ich da auflade. Gut, das funktioniert so halbwegs. Ja. Ansonsten eigentlich ganz nette Idee, das hier am Lightning Connector anzuschließen. Also eigentlich so. Und dann den Pencil hier reinzumachen, geht etwas schwer. Okay. Ja. Könnte man so sehen. Kann man so. Funktioniert so. Ist dann fast einfacher, das Ganze rauszuziehen und zu benutzen. Aber auch nicht so genial. Ja, da sollte sich Apple einfach nochmal was überlegen. Das ist jetzt zumindest mal ein Gedanke, wenn das hier noch ein bisschen einfacher wieder rausgehen würde. Ja, das kann ich hier auch mal kurz so lassen. Gut. Checken wir noch kurz unsere Beigabe, die wir da noch mitbekommen haben. Soll ich den hier auch mal zwischenparken? Gucken wir mal. Da ist tatsächlich so eine Spitzenhülle. Die funktioniert natürlich. So. Okay. Drauf. Hält nicht so super wunderbar, aber okay. Na gut. Geht natürlich schon. Ich kann natürlich das dann nur rückwärts jetzt hier mal da durchstecken. Sollte aber dann auch funktionieren. Ugh. Na, das ist hier schon etwas störrisch noch. Vielleicht weitet sich das auch noch ein bisschen auf mit der Zeit. Gut. Ja, auch mit diesem Spitzenhalter funktioniert das hier. Zack, gut. Ja. Bisschen zwiespältig. Ob ich das jetzt benutzen werde, ist so ein bisschen die Frage. Ich habe mich da eigentlich. Auch an das hier ziemlich gewöhnt. Das ist jetzt so die traditionelle Methode. Könnte ich diesen das Teil da auch mit dran machen? Okay. Ist auch eine Lösung. Aber ja, das ist auf jeden Fall jetzt hier unsere Kickstarter-Aktion. Quarter der iPad Pro Pencil Dock Halter im Lightning Connector.